Wenn Sie drängeln und jemanden dicht auffahren, kann das nicht nur eine Straftat wegen Nötigung sein. In jedem Fall, sagt der Bußgeldkatalog, wenn Sie zu dicht dran sind, dann sind Sie mit 200-300 Euro dabei, drei Punkten, und dann sieht es auch nicht gut aus für Sie. Und dann ist mir aber aufgefallen, blättern wir nur ein bisschen weiter, fahren Sie gleich rechts an ihm vorbei, sind Sie irgendwie nur 100 Euro und ein Punkt. Und dann denkt man sich, ah, gut, gut zu wissen, blättert man noch ein bisschen weiter, steht dann drin, okay, wenn Sie einen Standstreifen zum schnelleren Fortkommen benutzen, dann sind es nur noch 75 Euro. Ja, gut. Das ist ein Angebot, ne? Und das Allerbeste, was ich zumindest im Ordnungswidrigkeitenkatalog gefunden hatte, war, oder Sie kaufen sich gleich ein Blaulicht, also kaufen steht jetzt nicht im Gesetz, Sie nehmen ein Blaulicht, tun das auf Ihr Dach drauf und suchen sich einfach die Verkehrsspur aus. Das kostet nämlich nur 20 Euro. Ja, genau. Also einfach Blaulicht kaufen und feuerfrei. Geht das wirklich so einfach? Dazu gleich mehr nach dem Intro. Hallo, ich bin Lars Ullmann, Rechtsanwalt und Partner der Zwickauer Fachanwaltskanzlei EMC. Und wenn ihr Bock auf Rechtsthemen habt, dann lohnt sich hier ein Abo auf jeden Fall. Denn mit 3 Videos pro Woche halte ich euch regelmäßig auf dem aktuellen Stand. Stellt euch vor, ihr steht seit Stunden im Stau und die einzigen Fahrzeuge, die sich bewegen, das sind die der Rettungskräfte, die nach und nach mit Verstärkung anrollen. Wie praktisch wäre es, wenn man dann einfach zwischendurch oder auf dem Seitenstreifen vorbeifährt oder als Privatperson auch so ein Blaulicht hätte. Schaden würde es schließlich keinem. Und wenn du mit Blaulicht fährst, müsstest du ja deswegen nicht gleich sämtliche Verkehrsregeln brechen. Wie im Einleitungsvideo gesagt, kann Drängeln richtig teuer werden. Wenn der Abstand weniger als die Hälfte des halben Tachowertes beträgt, dann bist du bei ca. 100 Euro und einem Punkt. Bei einem Drittel Abstand des halben Tachowertes sind es schon 190 Euro, 2 Punkte und 1 Monat. Bei einem Zehntel Abstand des halben Tachowertes sind es dann 350 Euro, 2 Punkte und sogar 3 Monate Fahrverbot. Da ist Rechtsüberholen schon wesentlich günstiger. Das sind nur 100 Euro und ein Punkt. Und auch auf dem Seitenstreifen sind es nur 75 Euro und ein Punkt in Flensburg. Und wenn hier noch eine Gefährdung dazukommt, dann sind es 90 Euro. Doch, wie ist das nun mit dem Blaulicht? Werfen wir einen Blick ins Gesetz. In § 38 Absatz 2 der Straßenverkehrsordnung wird geregelt, dass nur Fahrzeuge, die mit Blaulicht ausgestattet sind, diese verwenden dürfen, und zwar lediglich zur Warnung an Einsatzstellen, bei Einsatzfahrten und bei Begleitung von Fahrzeugen oder geschlossenen Verbänden. Ein Privatfahrzeug wird sich in keiner dieser Situationen wiederfinden, weswegen ihr mit einem solchen Blaulicht auch nicht fahren dürft. Erforderlich ist zudem, dass das Fahrzeug auch mit einem Blaulicht ausgestattet sein darf. Hierzu findet sich eine Regelung in der Straßenverkehrszulassungsordnung. Gemäß § 52 Absatz 3 handelt es sich ausschließlich um Fahrzeuge der Polizei, des Zolls, des Bundesamtes für Güterverkehr, der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung, der Feuerwehr, des Katastrophenschutzes, des Rettungsdienstes sowie um Fahrzeuge, die als Unfallhilfswagen fungieren. Verwendest du in einem Privatfahrzeug eine solche Leuchte, ist der Blaulichtgebrauch ein Missbrauch. Wenn du nun privat ein Blaulicht benutzt, dann sind 20 Euro Geldbuße fällig, wenn kein Einsatzgrund vorgelegen hat. Aber auch nur, wenn du durch deine berufliche Stellung grundsätzlich dazu befugt wärst. Wenn dein Auto also beispielsweise an eine Polizeistreife erinnert und du gar kein Polizist bist, dann kann daraus schnell eine Amtsanmaßung werden. Im schlimmsten Fall kann dann eine hohe Geldstrafe oder gar eine Freiheitsstrafe von bis zu 2 Jahren herauskommen. Fazit: Sich einfach ein Blaulicht auf oder ans Auto zu zimmern, ist verboten. Von kleineren Geldbußen bis hin zu Freiheitsstrafen können da drohen. Da übt euch lieber in Geduld, nehmt Rücksicht auf andere und achtet auf das Einhalten der Rettungsgasse. Denn auch die Nichtbeachtung kann schnell teuer werden. Hat euch der Beitrag gefallen? Dann lasst gerne ein Like für den Kanal und für dieses Video da. Um keine neuen Videos mehr zu verpassen, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Weitere spannende Videos zu Rechtsthemen findet ihr hier. Bleibt rechtssicher im Netz. Bis zum nächsten Video dann. Tschüss. Bis bald.